Das Honor 10 kommt mit einer Dualkamera daher, bestehend aus einem 16-Megapixel-Sensor mit einer Blende von 1,8 und einem 24-Megapixel-Schwarz-Weiß-Monochrom-Sensor, ebenfalls mit einer Blende 1,8, beide mit Phasen-Autofokus ausgestattet. Und damit herzlich willkommen zum Honor 10 Kamera-Review. Das Wort AI, also künstliche Intelligenz, spielt eine wichtige Rolle beim Honor 10. Im Grunde genommen ist das eine Art aufgebohrter Automatikmodus, der bestimmte Optimierungen an Farbe, Schärfe und Weißabgleich vornimmt, je nachdem, welche Szene erkannt wurde. Es ist also ein Versuch, eine Intelligenz vorzutäuschen, um Schwächen der Hardware oder bei der Benutzung auszugleichen. Leider wirkt dies teilweise dann auch wirklich so bei den fertigen Bildern, also es wirkt auch etwas künstlich. Glücklicherweise erlaubt es das Honor 10 in seiner Kamerasoftware, diesen AI-Modus auch abzuschalten, das sogar im Nachhinein bei schon geschossenen Fotos. Mit Momente kann man kurze GIF-artige bewegte Bilder aufzeichnen, die sicherlich fürs Web interessant sein könnten, aber als wirkliche Erinnerungsfunktion für tolle Momente eher selten genutzt werden. Ansonsten gibt es die üblichen diversen Blitzeinstellungen. Es steht aber auch eine Scan-Funktion zur Verfügung, die QR-Codes und passende Produktcodes scannen kann und mit Hilfe von Amazons Assistant einem dann auch passende Angebote für den Kauf machen kann. Dazu werden natürlich die Daten an Amazon übermittelt. Die Porträtfunktion setzt den Hintergrundunschärfeffekt ein, um Porträts interessanter zu machen. Zudem gibt es auch diverse Lichtszenarien zur Auswahl, um Porträts den letzten Feinschliff zu geben. Im Blendenmodus lässt sich frei mit dem künstlichen Unschärfeffekt spielen. Dabei können diverse Blendenstufen simuliert werden. Der Videomodus croppt etwas ins Bild hinein, bietet dafür aber eine ordentliche Bildstabilisierung bei Full HD und 30 Bildern pro Sekunde. 4K-Aufnahmen, also Ultra HD oder 60 Bilder pro Sekunde Full HD-Videoaufnahmen, müssen auf den Software-Bildstabilisierer verzichten. Neben dem altbekannten H.264-Videocodec steht einem auch der etwas sparsamere und modernere H.265-Videocodec zur Verfügung. Außerdem gibt es noch eine Objektverfolgung, die es einem erlaubt, ein Objekt auf dem Bildschirm anzutippen und mit dem Fokus oder Weißabgleich dann auch zu verfolgen. Das kann also auch bei Sportaufnahmen oder bei Bewegung durchaus interessant sein und diese Verfolgung klappt auch recht zuverlässig, wie man hier sehen kann. Aber auch Spielereien können mit dem AR-Objektiv ausgeführt werden. Dort gibt es zahlreiche, mit denen könnt ihr euch Masken künstlich auf euer Gesicht zaubern. Eine wirkliche Spielerei ist es wohl auch in der Tat, weil jedes Mal, wenn ihr da eine andere Maske draufzaubert, auch ein anderer Hintergrundsound erklingt. Das ist also wohl eher was für Social Media gedacht. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, den Hintergrund bei Benutzung der Frontkamera auszutauschen und dann auch diverse Effekte aufzulegen, mit dabei natürlich auch wieder der Tonspaß im Hintergrund. Unterm Meer findet man noch zahlreiche weitere Modi wie Nachtaufnahme, Lichtmalerei, diverse Zusatzfilter, Dokumentenscanner, Zeitlupe, Monochrom, Zeitraffer, Wasserzeichen, Künstlermodus, Panorama, HDR, 3D Panorama, 3D Creator und. Der wichtigste Modus für Fotografen sicherlich ist jedoch der Pro-Modus, bei dem man zum Beispiel ISO frei einstellen kann, die Verschlusszeit frei wählen kann, aber auch den Fokus zum Beispiel manuell einstellen kann. Alles schön bequem, regelbar per Schieberegler einstellen. Das geht natürlich dann auch für den Weißabgleich, den man so frei wählen kann. Aber auch die Belichtungsmessung, selbst die lässt sich so relativ frei einstellen, von mitten betont auf zum Beispiel Spot Metering und so weiter und so fort. Der Pro-Modus bietet also sehr, sehr viel Einstellungsmöglichkeiten, um das Foto so schießen zu können, wie man gerade lustig ist. So, wollen wir uns jetzt mal die Bilder anschauen, die das Honor 10 macht. Kommen wir da zunächst einmal zur Frontkamera, damit ich das hinter mir lassen kann. Die Frontkamera schießt relativ ordentliche Bilder, auch wenn ich hier jetzt besoffen aussehe. Das wird also bei den nächsten Bildern genauso aussehen.
Detailstufen, Detailgrad, also es gibt diesen Schönheitsmodus, der alles irgendwie glatt macht. Aber ansonsten, also den kann man auch irgendwie nicht ausschalten. Also das muss man, damit muss man rechnen. Ansonsten sind die Details in Ordnung. Ein Autofokus habe ich jetzt nicht erkannt. Von den Schärfen her, Bartstoppeln und so weiter und so fort, seht ihr, naja. Genau den Gesichtsausdruck, den ich da mache, also es ist ordentlich, aber es ist nicht, es gibt Besseres. Und wir sehen hier von der Schärfe auch, ja, das hat schon Nachzeichnungseffekte. Es ist schon nicht perfekt, aber es kommt halt natürlich immer darauf an, wie man die Fotos macht. Ja, also das zu den Selfies. Machen wir mal weiter mit anderen Fotos. Und ich habe Fotos über einen längeren Zeitraum gemacht, auch über Winter, beispielsweise Weihnachten. Und da war ich zum Beispiel in der Nähe des Doms unterwegs und da gab es solche Fotos hier. Und das ist ein Foto im Dunkeln geschossen. Und trotzdem bei 100% kann man deutlich sehen, dass wirklich hier diese einzelnen Löcherchen und die verschiedenen Schichten, die da zu sehen sind und Risse durchaus zu erkennen sind. Das heißt, hier macht sich die Auflösung zum einen bemerkbar. Wir können mal die Informationen uns nochmal hier anzeigen lassen. Also 16 Megapixel hat das Bild jetzt. Ein Fünfzigstel Aufnahme und ISO 400. Und wir können durchaus sehen, dass das ordentlich ist. Auch die Schärfe von den Seiten her durchaus noch zu gebrauchen ist. Das ist ja so der Pferdefuß bei den meisten Smartphone-Kameras, dass da die Schärfe so ein bisschen nachlässt an den Seiten her. Hier natürlich auch, aber nicht deutlich so stark wie bei anderen. Und ja, das ist also eine sehr schöne Geschichte. Machen wir mal weiter. Auch hier, wenn wir da reinschauen, sehen wir Details, können wir da erkennen. Es gibt natürlich bei dunklen Aufnahmen immer die Tendenz, das sieht man hier oben, dass das so ein bisschen wie gezeichnet oder gemalt aussieht. Ganz einfach, weil versucht wird, eben die Rauschunterdrückung mit reinzubringen. Und die spielt sich dann so ein bisschen gegen natürlich die Farben im Bild aus, aber insgesamt ist das sicherlich eine ordentliche Aufnahme. Es gibt Besseres, aber es gibt auch Schlechteres. Nahaufnahmen gelingen gut. Es gibt einen schönen Freistellungsbereich, Freistellungseffekt, den man erzielen kann durch Nahaufnahmen, der natürlich entsteht, einfach dadurch, dass man halt eben sehr nah an ein Objekt rangeht. Ansonsten gibt es natürlich auch diesen Objekt, den Objektiv, ne, Visa, den Blendenmodus, der einem ermöglicht, dann die Blende zu simulieren und einzustellen. Aufnahmen im Freien gelingen auch gut, solange man die sich so anschaut, weil dort wird, das ist jetzt hier alles mit AI aufgenommen. Ich wollte euch die AI-Bilder zeigen, weil das ist das, was ihr meistens wahrscheinlich so benutzt. Die AI-Bilder sind halt schon stark im Kontrast übertönt und Schärfzeichnung ist auch sehr stark. So sieht das noch vollkommen in Ordnung aus, wäre auch wunderbar auf diversen Social-Media-Plattformen teilbar. Aber wenn man in 100%-Ansicht reingeht, ach, das sieht schon ein bisschen nach sehr ordentlich nachgeschärft und sehr ordentlich mit dem Kontrast reingeworfen aus. Und ja, ist nicht besonders schön, wenn man sich so einen Baum anschaut. Da sieht man halt auch, dass da ja diverse Mechanismen reingeführt worden sind. Ansonsten seht ihr im Hintergrund das so, das sieht ordentlich aus, aber hier, ja, so ein Baum mit dem AI fotografieren vielleicht nicht so eine gute Sache. Hier auch wieder ein wunderbares Bild, wo man den AI-Modus sehen kann, was er alles machen kann, wozu er imstande ist. Also großes Kontrastverhältnis. Ich habe hier gegen die Sonne fotografiert. Wir sehen, der HDR-Modus ist eingesprungen, hat jetzt hier dieses Glühen um die Bäume erzeugt. Das ist so ein Indikator dafür. Wir haben einen wunderbar blauen Himmel, eine wunderbar grüne Wiese, die in Wirklichkeit nicht so aussah. Die war also viel, viel blasser als dieses Grün hier. Das Ganze anzeigt zu der Jahreszeit. Das war jetzt schon richtig im Winter drin, quasi nach Weihnachten deutlich und der erste warme Sommertag quasi in Köln. Und ja, wenn wir hier in die 100%-Ansicht reingehen, dann sehen wir natürlich die Sonne und den Sunflare-Effekt. Den kann man nicht ganz verhindern. Und hier sieht es auch nicht allzu rosig aus, aber das ist durchaus zu gebrauchen. Und hier auch ein wunderbares Foto. Das sieht so alles wunderbar aus. 100%-Ansicht muss man eben jetzt in dem Fall sogar mit Unschärfe kämpfen, weil jetzt hier der Scharfzeichnungseffekt ja nicht so stark war. Also da sehen wir hier alles etwas weicher. Hier etwas wieder schärfer. Aber es ist so ein ordentliches Foto, würde ich mal behaupten. Und es ist auf jeden Fall, spielt es mit in einer Liga mit den besten Smartphone-Knipsen. Auf jeden Fall immer noch. Es bietet für den Preis eine hervorragende Kamera.
Und das sieht man hier auch deutlich. Die Bilder sind ordentlich, man kann Details erkennen, man kann Leute erkennen, auch wenn das natürlich alles nachgeschärft ist und man das auch deutlich sehen kann. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diese Nachschärfung nicht haben, ich möchte den AI-Effekt nicht haben. Hier haben wir so ein Beispiel, hier habe ich AI komplett ausgeschaltet und dann haben wir immer noch tolle Bilder, immer noch scharfe Bilder und etwas natürlichere Bilder. Hier kann man zum Beispiel den Staub auf diesem kleinen Glücksschweinchen durchaus erkennen. Man kann die einzelnen Poren auf diesem Stein, wo der Salamander drauf sitzt, erkennen. Salamander jetzt selber ist unscharf, weil ich auf das Schweinchen scharf gestellt habe. In der gleichen Art und Weise ist jetzt hier dieses, ich glaube, das soll eine Ameise sein, ist sie dann auch zu sehen und die ist dann auch sehr, sehr scharf. Die Farben stimmen sogar und es ist auch, wie ihr seht, hier Gegenlichtaufnahme. Hier dann der Bokeh-Effekt bzw. der Blendeneffekt, der so ein bisschen künstlich zeigt erstmal, wie er fehlschlagen kann. Das wollte ich euch auch mal zeigen. Wir sehen, das Schweinchen ist nicht perfekt scharf. Und wir sehen auch, wenn wir mal hier unten rechts reingehen, hier gibt es ja quasi ja, so eine Linie, wo hier ist es scharf und da ist dieser Unschärfe-Effekt drin. Also das ist deutlich zu sehen an der einen oder anderen Stelle. Trotzdem ist auch dieser Blendeneffekt und der Blendenmodus auch für Objekte teilweise gut geeignet, wenn man sie freistellen möchte. Man muss halt ein bisschen was rumspielen. Das ist jetzt ein Foto, was ich geschossen habe in kompletten manuellen Modus. Und dort habe ich tatsächlich keine Blendengeschichte benutzt, sondern habe einfach nur den Blitz benutzt, habe den manuellen Fokus benutzt. Ist etwas überbelichtet, weil ich manuell fotografiert habe, aber wir sehen sehr, sehr viele Details, die man hier auflösen kann mit dem Blitz. Also wenn ihr dann im hellen Aufnahmen macht von nahen Objekten oder sowas, da seht ihr hier sogar die einzelnen Staubkörner, die auf dem Kopf dieses Glücksschweinchens drauf liegen. Das ist also schon sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. Ja, machen wir mal weiter. Da sehen wir jetzt den zweifachen Zoom, den ich benutzt habe. Der ist auch ziemlich ordentlich, auch in der 100% Ansicht. Man merkt so ein bisschen, okay, es rauscht. Man merkt so ein bisschen, ja, Details gehen etwas verloren, aber das ist durchaus noch zu gebrauchen. Ich weiß nicht ganz genau, was er macht. Ich vermute, er croppt in den Sensor rein beim zweifachen Zoom und wenn man dann noch mehr reinzoomt und in die maximale Zoomstufe geht, ist es im Grunde genommen das hier ein Crop von dem hier. Also wenn ich hier so reingehe, seht ihr, aha, sieht dann so aus und wenn ich dann mal eins weitergehe, geht hier, sieht dann so aus. Also der Unterschied ist schon nicht so gewaltig. Die sieht noch ein bisschen was schlechter aus als das andere, aber es ist schon für einen digitalen 10-fach-Zoom, glaube ich, ist es oder 5-fach-Zoom, ist das schon sehr, sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Dann noch mal ein paar Außenaufnahmen für die Leute, die es interessiert. Ich habe ja immer mal die Feuerwehr hier in Köln fotografiert. Das ist dieses Gebäude der Feuerwehr, jetzt quasi zum Abriss oder als Übungshalle wird es benutzt, glaube ich. Das heißt, die haben sie tatsächlich umgebaut. Die Feuerwehr ist jetzt hier zu finden, auf der Seite. Da sehen wir auch wieder diesen Linseneffekt, den typischen am Zaun oder am Gebäude auch. Die Gebäude sind nicht wirklich so schief errichtet, sondern es ist diese Linse, das Objektiv, das ist so ein bisschen verzerrt. Das gleiche natürlich hier auch auf der Seite. Ansonsten Details sind zu erkennen, wie das Schild hier beispielsweise. Und ja, das sieht doch ziemlich ordentlich aus. Auch der AI-Modus hat hier wieder den Himmel etwas blauer gezeichnet, als er in Wirklichkeit war. Hier sehen wir nochmal die Feuerwehr. Hier ist also Baustelle. Da sehen wir auch nochmal das Schild. Feuerhauptzentrale Scheibenstraße 13 und da kann man Details nicht mehr lesen, das ist also überbelichtet so ein bisschen, weil ja auch hier drauf fokussiert worden ist. Hier sehen wir dann auch, das ist die neue Feuerwehrzentrale und die haben hier die Ausfahrt und hier haben sie halt eben die Feuerwehrautos und Krankenwagen und so weiter und so fort. Also Bilder ordentlich. Hier war ich am Trödelmarkt beispielsweise, habe mal getestet, wie sieht es denn aus, wenn ich hier durch so einen Zaun fotografiere. Das klappt auch recht gut und wir sehen, ja, die Schärfe stimmt. Es wirkt nicht zu überscharf, sondern es wird gerade ideal und das ist halt eben auch eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Ja, dann hier nochmal eine Gegenlichtaufnahme. Ich wollte eigentlich die Pferderennbahn auch nochmal zeigen hier in Köln. Aber das war leider jetzt hier geschlossen, konnte man also nicht rein, um das mal zu fotografieren. Aber wir sehen jetzt ja auch, hier habe ich es mal geschafft, einen Sunflare-Effekt zu erzeugen, der so ein bisschen zeigt, ja, es geht also doch, wenn man es richtig reinhält in die Sonne. Aber auch wieder ein tolles Foto und die Schärfe stimmt auch wieder. Und ja, hier ist auch wieder nachgeschärft worden und. Aber das Bild sieht doch ziemlich, ziemlich ordentlich aus für eine Smartphone-Knipse.
Und ja, hier auch wieder im Weidenpescher Park fotografiert. Das sieht auch ziemlich ordentlich aus. Wir sehen hier auch, Details sind zu erkennen. Man sieht, dass nachgezeichnet worden ist. Man sieht den AI-Effekt, der so ein bisschen, ja, die einen mögen es, die anderen werden es eher verfluchen. Es ist aber in dieser Form sicherlich ein gutes Bild, wenn man es hier halt nicht in die 100% Ansicht reingeht. Nahaufnahmen, wie gesagt, klappen recht gut und auch Details sind dann zu erkennen. Hier jetzt hier zum Beispiel die Jeckentage stehen ja kurz vor der Tür. Kann man halt eben auch Karneval feiern. Dann sehen wir hier jetzt so eine kleine Karnevalsfigur. Auch wunderbar. Und ja, das hätte ich mit einer Spiegelreflexkamera auch nicht viel besser hinbekommen, außer ich zoome da irgendwie anders irgendwie rein. Aber von dieser Perspektive her auch wunderbar. Apropos Karneval, natürlich der FC Köln darf da nicht fehlen und da gibt es halt aus hier in Köln kann man das durchaus sehen, dass da auf einmal irgendwo der Geißbock da und einfach zu sehen ist irgendwo auf so einem Klappschild. Und ja, in dem Fall Details auch wunderbar erkennbar, ablesbar, klappt wunderbar. Solche Aufnahmen auf den Fokus mache und auf verschiedene Sachen tippe, werden die dann auch fokussiert und es wird auch die Belichtung dann geändert. Ja, das soll es gewesen sein für meinen Überblick über die Fotos, die das Honor 10 so schießen kann und wie es mit den Videos aussieht. Dazu zeige ich euch jetzt auch noch mal ein paar Vlogging-Aufnahmen. So, ein Aufnahmetest mit dem Honor 10 und der rückwärtigen Kamera. Diese rückwärtige Kamera hat natürlich bei Full HD auch eine Videostabilisierung, eine elektronische zumindest. Das heißt, wenn ich mich hier vorwärts und zurückgehe und das Handy quasi auf meinem kleinen Tripod in der Hand halte, sollte es auch stabilisiert funktionieren. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wie sieht es mit dem Fokus aus? Es gibt natürlich einen Fokus und der Autofokus sollte sicherlich auch funktionieren, hoffe ich doch. Hier halte ich mein R2D2 in die Kamera und jetzt bin wieder ich im Bild. Ich hoffe, das funktioniert und war nicht zu nah dran. Also das müsste ungefähr funktionieren. Das Tolle ist, ich kann hier auch in dieser Vlogging-Style-Atmosphäre das Ganze mit den Lautstärke-Tasten starten und stoppen. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, ganz einfach zu sagen, ich möchte jetzt das Video starten, muss also nicht irgendwie versuchen, umzugreifen und dann irgendeinen Soft-Button auf dem Touchscreen zu drücken. Das ist also eine gute Sache auf dem Honor 10. So, jetzt eine Aufnahme mit dem Honor 10 und der Frontkamera. Die Frontkamera hat, glaube ich, einen Fixed-Fokus. Sie zeigt mir quasi auch Gesichtserkennung an, bevor ich eine Aufnahme starte. Die verschwindet aber auch wieder. Und wenn ich jetzt hier versuche, mein R2D2 zum Beispiel in die Kamera zu halten, richtig scharf stellt es nicht. Das heißt, es gibt einen Fixed-Fokus und ich muss halt immer irgendwie eine bestimmte Länge Abstand haben von dem ganzen Gerät, um dann, mich selber zu sehen. Das heißt, wenn ich allzu nah rangehe, ne, sieht das nicht so schön aus, glaube ich. Deshalb ein bisschen was weiter weg. Ansonsten Tonqualität sollte ungefähr gleich sein wie bei der Rückkamera und eine Videostabilisierung, ja, weiß gar nicht. Full HD nimmt das ja auf, aber ob es dann auch tatsächlich eine Stabilisierung des Bildes vornimmt, bewegt mich mal hier hin und her. Und ihr könnt dann sagen, ob das wirklich gut funktioniert oder nicht. Ich denke, ja. Das ist brauchbar, das Material, was ich hier aufnehme, aber wir werden sehen, wie das dann am PC tatsächlich aussehen wird. Insgesamt gesehen bietet das Honor 10 eine wirklich gute Kamera. Die Software ist sehr gut ausgestattet, die Möglichkeiten fast grenzenlos und irgendwie wünscht man sich einige der Funktionen vielleicht auch bei größeren Systemkameras. Die Bilder, die man damit machen kann, sind ziemlich, ziemlich gut, auch wenn der AI-Modus nicht jedem gefallen wird. Man kann ihn ja Gott sei Dank abschalten. Spitzenklassenniveau ist auf jeden Fall erreicht, auch wenn es deutlich bessere Kameras in Smartphones mittlerweile auch gibt, die insbesondere auch bei etwas dunkleren Aufnahmesituationen rauschärmere Bilder schießen können. Zwei Daumen nach oben, also von mir für das Honor 10 und für die Honor 10 Kameras. Das war's für mein Review der Honor 10 Kameras. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr das gerne unten posten. Ansonsten abonniert fleißig und liked das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.